Eine Raumgeometrieaufgabe. Schön ist sogar dabei, die Zeichnung ist schon fertig. Ja, was hier dran steht, ist, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist. Am geschicktesten dann einfach erstmal natürlich die ganzen Werte eintragen in die Zeichnung, das ist nicht verboten, und dann die Formelsammlung aufschlagen mit der Grundfläche. Das hilft uns in jedem Fall ganz schnell weiter. Das würde ich euch empfehlen, bei jeder Pyramidenaufgabe zu machen. Erst die Grundfläche aufschlagen und diese Eigenschaften kurz nochmal überfliegen. Manchmal stecken da auch Formeln drin, auf die man nicht gleich kommt. Gut, bei der Aufgabe 2.1, da geht es darum, dass man verschiedene Werte bestimmen muss. Die sind eigentlich relativ leicht, weil das alles innerhalb von schönen rechtwinkligen Dreiecken besteht. Einmal muss man die Strecke BM berechnen. Ja? Wir haben mehrere rechtwinklige Dreiecke. Ich habe den Ansatz mal so gewählt: AB Quadrat, also AB Quadrat da hinten, AM halbe Quadrat, also das hier, gibt BM Quadrat. Denn BM ist nichts anderes als die Höhe im gleichschenkligen Dreieck, und dadurch haben wir hier ein rechtwinkliges Dreieck, wo wir zwei Seiten gegeben haben. Einmal die mit 10 cm und einmal die mit 4 cm. Wenn ich das jetzt so einsetze, also die Hypotenuse ist 10, ist gleich 4 Quadrat plus die Unbekannte zum Quadrat, muss ich das Ganze noch nach BM Quadrat auflösen. Das heißt, das 4 Quadrat rüberbringen durch Minus, die Wurzel ziehen, und schon bin ich fertig mit der Strecke BM. Als nächstes gibt es dann die Strecke BS. Jetzt müssen wir uns natürlich ein anderes Dreieck suchen, aber es ist natürlich auch recht schön. Das S liegt ja meistens senkrecht über irgendeinem Punkt, und dadurch ergibt sich wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Hier haben wir jetzt den Punkt am Punkt M, also den rechten Winkel. Das heißt, BS ist die Hypotenuse, und die beiden Katheten sind, wir können es gleich dazu schreiben, 9,17 und 9. Wir haben es ja gerade eben berechnet. Also, BS Quadrat ist gleich 9,17 Quadrat plus 9 Quadrat, dann kann ich gleich die Wurzel davon ziehen und schon erhalte ich meine 12,85 Quadrat. Jetzt geht es im gleichen Dreieck weiter, denn wir brauchen diesen Winkel BMBS. Rechtwinkliges Dreieck haben wir immer noch, das heißt, wir können hier verwenden, was wir wollen: Cosinus, Sinus oder Tangens. Warum? Weil wir jetzt alle drei Seiten haben. Gerade eben haben wir die dritte berechnet. Ich nehme jetzt da den Cosinus einfach mal her. Wir könnten aber auch Tangens und Sinus nehmen. Ankathete durch Hypotenuse. Das Ganze nach Phi aufgelöst, erhalte ich 44,47. In der Lösung steht allerdings 44,46 Grad. Das liegt daran, dass ich hier mit zwei gerundeten Werten gerechnet habe. Würde ich jetzt zum Beispiel diese 9 cm hernehmen, also mit dem Sinus oder mit dem Tangens das Ganze berechnen, sodass die Gegenkathete mit drin vorkommt, dann würde ich auf den richtigen Wert 44,46 Grad kommen. Ich habe jetzt nur mal die gerundeten Werte genommen, um dass ihr erkennen könnt, auch hier kann ein anderer Wert herauskommen. Und das trage ich dann am besten auch gleich wieder in die Zeichnung ein, dann erhalte ich einen besseren Überblick. Etwas schwieriger wird es bei der Aufgabe 2.2. Da liegen jetzt Punkte abhängig auf der Strecke BS. Also BS schon mal, ich habe den Punkt B schon eingezeichnet. Und zwar soll der x Zentimeter von B entfernt sein. Also die Strecke BP soll x Zentimeter sein. Und für x gleich 4 sind es dann 4 cm. Das heißt, ich gehe hier 4 cm lang und komme dann zu meinem Punkt P1. Und dieser Punkt P1 soll die Spitze von Pyramiden A, S, C, P sein. Das heißt, A, S, C, jetzt habe ich es falsch rum, A, S, C ist meine Grundfläche und P ist die Spitze. Wenn ich das jetzt quasi einzeichne, erstes Dreieck A, S, C, und davon ausgehend dann alle Strecken zu P zur Spitze, ist es halt eine Pyramide, die quasi auf der Kante liegt. Nicht irritieren lassen, wenn man jetzt hier ein bisschen ums Eck schaut, dann erkennt man trotzdem, dass das eine Pyramide ist. Sie sagen uns sogar noch netterweise, wo die Höhe liegt, nämlich das ist der Fußpunkt F1, der auf MS liegt, also hier quasi senkrecht drüber. Und dann haben wir hier den Punkt F1. Senkrecht deswegen, weil es natürlich parallel zu der Strecke BM ist und damit nicht verzerrt ist. Und damit können wir auch wirklich den 90-Grad-Winkel hier verwenden. Und jetzt geht es darum, dass wir von dieser Pyramide das Volumen bestimmen müssen. Heißt, die Formel 1 Drittel mal AG mal H. Grundfläche ist SCA oder ASC. Ein Dreieck, wo wir doch hier eine Grundseite und hier eine Höhe haben. Ja? Und damit können wir 0,5 mal 8 cm mal 9 cm rechnen und haben schon die Grundfläche. Da hier nicht irgendwie versuchen, Winkel aufzustellen. Wir haben nur einen Winkel hier drüben und können hier nicht mit diesem Sinuswinkel-Flächensatz
in das Dreieck reinkommen. Einfach mal nachschauen, da schaut es eigentlich ziemlich schnell klar aus, wenn man sich hier den 90-Grad-Winkel vorstellt und hier senkrecht hochgeht, dass es sich um ein gleichschenkliges Dreieck handelt und von daher die Höhe auch gleichzeitig die Höhe in diesem Dreieck sein muss. Gut, was uns natürlich fehlt, ist die Höhe h, also die Strecke P1, F1. Die geht auf mehrere Möglichkeiten. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe hier erkannt, dass hier parallele Geraden sind. Das heißt, der Winkel, der hier ist, taucht auch hier oben auf. Das heißt, der Winkel FP1S ist 44,46 Grad. Leider habe ich da hier die beiden Kommastellen nicht mit dabei. Also, der Winkel ist 44,46 Grad und in dem Dreieck kenne ich keine Strecke bisher. Außer ich nehme einen Trick. Die ganze Strecke hier oben ist doch 12,85 und die Strecke hier unten ist 4 cm. Also ist quasi diese Strecke hier 12,85 minus 4 cm. Also habe ich diese Strecke, die suche ich und den Winkel habe ich. Das ist der Kosinus, denn ich habe hier die Ankathete und die Hypotenuse. Also der Kosinus von eben 44,46 Grad ist die Höhe h meine Ankathete durch 12,85 minus 4 cm. Das löse ich nach h auf, also quasi den Wert nach links multipliziert, gibt 6,32 cm für die Höhe und damit kann ich das Volumen direkt berechnen. Ich will euch noch kurz zwei andere Möglichkeiten zeigen. Wenn wir zum Beispiel dieses große Dreieck MB oder BMS nehmen, ja, da kennen wir hier den 90-Grad-Winkel und hier den 44-Grad-Winkel. Das heißt, wir können über die Innenwinkelsumme des Dreiecks den Winkel da oben bestimmen. Und wenn wir den Winkel hier kennen und diese Seite E hier haben, können wir wieder mit diesmal Sinus gegen Kathete zu Hypotenuse wieder diese Höhe bestimmen. Das einfach nur mit dem Winkel da oben. Was wir auch machen können, ist einen Vierstreckensatz annehmen, denn wir haben hier ein Dreieck in einem großen Dreieck. Das heißt, die Seite zu der Seite verhält sich wie die Seite zu der Seite. Zwei Möglichkeiten, die mir hier spontan noch einfallen, wie wir das weiter berechnen könnten. Etwas schwieriger wird es bei der Aufgabe 2.3. Versehentlich habe ich diese Strecke MP schon eingezeichnet. Lest euch das vielleicht vorher noch mal kurz durch. Es geht darum, dass wir die Länge MPN in Abhängigkeit von x berechnen sollen. Das heißt doch, wir brauchen irgendwie diese Streckenlänge, wo x mit vorkommt. Deswegen an dieser Stelle der Tipp, nehmt hier das x gleich mit in die Zeichnung mit auf. Also das ist hier jetzt nicht mehr 4 cm, sondern so wie es in der Aufgabe 2.2 stand, x cm. Und jetzt muss ich irgendwie auf diese Strecke kommen. Ein rechtwinkliges Dreieck habe ich hier nicht mehr, aber schaut mal, wo liegt die Strecke PM drin? Die liegt in einem Dreieck mit der Seite und dem Winkel. Das kann man doch wunderbar mit dem Kosinussatz machen. Die beiden von dem Winkel eingeschlossenen Seiten sind quasi gegeben, einmal mit x und einmal in echt, und der gegenüberliegende Seite ist gesucht. Also MPN von x quasi abhängig zum Quadrat ist gleich x Quadrat plus 9,17 Quadrat minus 2 mal x mal 9,17 mal den Kosinus von 44,46. Nicht irritieren lassen, auch wenn das Ergebnis total komisch ausschaut. Einfach ein Dreieck bilden und schauen, wie man das Ganze berechnen kann. Okay, und das ist jetzt eigentlich dann nur noch ein Klacks. 2 mal 9,17 mal Kosinus 44,46 kann ich ausrechnen, gibt 13,09 und 9,17 zum Quadrat gibt 84,09 zum Quadrat. Das ist das Teilergebnis, das jetzt daran steht. Die letzte Aufgabe ist etwas schwieriger, aber einfach anfangen, irgendwas zu berechnen. Tut so, als würdet ihr nur die Strecke berechnen müssen und dann tragt einfach das x ein, dort, wo es quasi in der Zeichnung steht. Und schon geht es vielleicht ein bisschen leichter bis zum Ende.